Vernunft statt Ideologie, so geht der Leitspruch unserer Jugendorganisation. Wir erleben aber, dass immer mehr Ideologie Einzug in die Klassenzimmer erhält. So wollen aktuell SPD und Grüne einen neuen Sexualkundeunterricht einführen und Schüler der 8. Klasse sollen diesen mit einem Führerschein abschließen. Mit Kondomen, Augenbinden, Silikonpenissen und Dirty Talk soll die sexuelle Vielfalt entdeckt werden. Wollt ihr das? Projekte wie die Planung und Organisation von Bordellbetrieben in Rotlichtbezirken, der Umgang mit transsexuellen Menschen und deren Neigung stehen ebenfalls auf dem Lehrplan. Ich frage euch, wollt ihr das? Sogar eine steuergeldfinanzierten Referenden kann zur Unterstützung herangezogen werden. Und auch hier wollt ihr das. Mit einer vernünftigen Erziehung im Unterricht hat diese verirrte Pädagogik nichts zu tun. Sie trägt zur Hypersexualisierung der Gegenwart bei und erinnert zwangsläufig an das ungeklärte Verhältnis der Grünen zu Pädophilie in ihren Anfangszeiten. Mit Blick nach vorne, was können wir machen? Wir sollten uns folgende Prinzipien vor Augen führen. Jegliche Umerziehungsversuche aus politisch korrekter oder sonstiger Motivation sind entschieden abzulehnen. Die Werte der freien Meinungsäußerung und der wissenschaftlichen Kritik müssen endlich wieder Einzug in unsere Bildungs- und Forschungsstätten finden. Und darum, liebe Mitstreiter, in diesem Sinne, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Vernunft und nicht die Ideologie Einzug in das Klassenzimmer und in die Köpfe unserer Kinder erhält. Danke.